der Maler, von dem der Film berichtet. Wie alle tätigen Menschen geht auch dieser Mann frühmorgens an sein Werk. Meist guter Dinge, voller Arbeitslust, freundlich zu seinen Schülern. Durch das ausgebrannte Treppenhaus dieser Ruine, einst eine Luxusvilla, führt täglich sein Weg ins Atelier. Eine unheimliche Atmosphäre, Risse, Löcher, Brandflecken, abgefallener Putz. Für einen Maler ganz anregend. Ein Stück Mauer, Natur, ein Mosaik von Steinblöcken. Sieht es nicht aus wie ein Bild von Baumeister? Kommen die Bilder daher? Was wissen wir, woher solche Bilder kommen? Reale Tatsachen liegen auch ihnen zugrunde. Baumeister braucht sich nicht von prähistorischen Felsbildern und Steinzeichnungen anregen zu lassen. Er findet Ähnliches um sich herum. Solche Bilder entstehen also in diesem Atelier. Durch die versetzten Fenster kommt gerade so viel Licht, wie er zum Malen braucht. Baumeister liebt keine überhellen Räume. Seine Maleraugen sind empfindlich. Sein Atelier gleicht eher einer Werkstatt. Einfach, unromantisch. Er macht sich alles selbst. Will sich nicht gerne helfen lassen. Hier ist er bei der Arbeit ungestört. Dieser Platz gehört nur seinem Schaffen. Hierher zieht er sich täglich zum Malen zurück. So also sieht er aus. Voll, robust. Aber man täusche sich nicht. Solche Menschen sind oft recht sensibel. Kein weltfremder Intellektueller. Eher ein Picknicker. Warmherzig und gemütvoll. Wenn er malt, vergisst er die Umwelt. Er ist dann mit sich allein. Ernst und konzentriert. Gottlob vergisst er darüber das Leben nicht. Früher liebte er den Sport, ging zu Fußballspielen, boxte. Hier einige seiner Sportbilder. Das war Anfang der 20er Jahre. Da war er noch naturnah. Es war nicht Bosheit oder Willkür, dass seine Sportbilder immer naturferner wurden. Die optische Wirklichkeit erschien auch ihm verbraucht, wie den meisten Künstlern nach 1900. Das Abbild, hier ist es, weicht immer mehr dem Sinnbild. Aus dem Bild des Springers, des Läufers, wird ein Bild des Springens, des Laufens, eine Hieroglyphe sozusagen, eine Art Bilderschrift. So etwas erinnert manchmal an sehr alte Kulturen. Aber das ist kein modischer Archaismus, sondern ein psychologischer, ein Gleichklang. Die zerrissene Dachrinne ist auch eine Hieroglyphe. Baumeister schaut von der Anhöhe auf Stuttgart, seine Stadt, sinnend und traumverloren. Jetzt wirkt das Dächermeer wie ein Bild von ihm. Stuttgart. Voller merkwürdiger Gegensätze.
alten Weinberge sich bis tief in die Stadt herunterziehen, wo Fachwerkhäuser neben Glasbauten stehen, wo Natursinn, Kunst und Erfindergeist sich glücklich verbinden zu einer fruchtbaren Einheit. Hier gründeten Daimler, Bosch und Porsche ihre Weltfirmen. Hier erhielt die abstrakte Kunst einen entscheidenden Impuls. Hier war 1924 eine bedeutende Bauausstellung, für die Baumeister dieses Wandbild malte. 1920 waren seine ersten Mauerbilder entstanden, die im Ausland Aufsehen erregten. Sie waren die ersten Versuche, Bild und Architektur in Einklang zu bringen. Bild sieht fast aus wie der Grundriss einer modernen Architektur. Es entsteht aus Formelementen, wie Bausteine in die Bildfläche gesetzt, in ganz bestimmten formalen und farblichen Beziehungen zueinander. Den konstruktiven Bildern folgen Versuche, den abstrakten Charakter des Bildes zu wahren und zugleich dem Objekt sein Recht zu lassen. Wenn der Tag im Atelier zu Ende geht, beginnt hier neue Arbeit. Er ordnet, sichtet, schreibt, macht Skizzen, beschäftigt sich mit allen Fragen des aktuellen Lebens. Trinkt dazu seinen Wein. Katzen stören den Mann nicht. Katzen sind immer da. Er liebt sie und gönnt ihnen gern die Milch von seinem Kaffee. Seine Bilder sind für ihn das Selbstverständlichste von der Welt und ganz Natur, wenn auch nicht Naturnachahmung. Das ist ein Tennisspielerbild aus dem Jahre 1930. Auf der einen Seite der Vorgang, auf der anderen die Erfindung. Die Einzelformen sind erfunden, aber das Ganze nähert sich doch dem Vorgang. Wie, ist ein Geheimnis. Vielleicht weil der Künstler, und das hat schon Goethe einmal formuliert, nicht die Natur wiedergibt, sondern so arbeitet wie die Natur. Die Gesetze menschlichen Schaffens und natürlichen Geschehens scheinen an der Wurzel zusammenzulaufen. Aus denen sich Steingärten ergeben. Zunächst sieht alles verworren aus, aber aus der Wirrnis beginnt es zu wachsen und am Ende ist etwas da, das man sehr wohl einen Steingarten nennen kann. Einen bildhaften natürlich, keinen botanischen. Sein Handwerk.
Instrument und zieht es durch die Farbe, die Kammzüge. Die so entstehenden Arbeiten haben eine sehr konkrete Oberfläche und einen sehr unkonkreten Sinn. Es bleibt ja nicht bei den Kammzügen. Es tauchen plötzlich Mond- und Sternformen auf. Wimpel. Ist das ein Strand? Wohl kaum. Aber landschaftlich sind diese Bilder dennoch. Hier entsteht ein solches Bild. Sie erinnern sich, wie der Name Baumeister entstand. Erst ein paar Striche, scheinbar ohne Sinn, und plötzlich war der Name da. So ist es auch hier. Die Bühne der Leinwand füllt sich und eine neue Wirklichkeit lebt auf. Ob sie aus dem Bild heraustreten könnten. Wo kommen sie her? Etwa aus längst vergangenen Zeiten? Oder aus unser aller Unterbewusstsein? Das wäre möglich. Baumeister hat eine große Liebe zu den primitiven Kulturen. Damals kam Kunst aus dem Unterbewussten, aber heute nur sehr bedingt. Aber wir orientieren uns an fremden Kulturzuständen, um mehr über uns zu erfahren. Entdeckten Matisse und Picasso die Negerplastik. Und welch große Folgen ergaben sich für sie und ihre Freunde. Diese Kongo-Maske ist so unheimlich wie die Umrissform, die Baumeister aufschreibt und als Baustein für seine Bilder verwendet. Vielleicht spiegelt sie etwas von der Angst wider, in der der Mensch auch heute lebt. Aus positiv wird negativ. Auch ein Mittel der künstlerischen Aussage. Die schwarzen Formen der Weltalter schrumpfen zusammen, verdorren, verbinden sich mit anderen Formen, dann werden sie ungefährlicher und eignen sich sogar zum Bemalen einer Vase. Thank you.
Formen verschwinden, andere tauchen dafür auf. Perforationen, Reliefs, Reminiszenzen an frühere Bilder, aber in neuer Verbindung und in neuer Bedeutung. So entstehen metaphysische Landschaften, wie der Maler sie nennt, von heiterem Charakter und offensichtlicher Lebensfreude. Wie merkwürdig der Schaum und die Tropfen an seine Formen erinnern. Ist doch Natur mit im Spiel? Der Darmstädter Intendant Sellner hat Baumeister eingeladen, die Bühnenbilder und Kostüme für Kommerells Kasperle-Spiele zu entwerfen. Baumeister ist interessiert, bespricht mit Sellner die Möglichkeiten der Dichtung, das richtige Gewand zu geben. Das kindliche, alogische reizt ihn. Aber auch das Theater an sich, das Vergnügen am Spiel, die Chance, seine Kunst ins Riesenhafte zu projizieren. Aber er malt keine Bilder, was sollte das? Er entwirft Dekorationen und Kostüme in Aktion. Warum sollte die Bühne nicht mitspielen? Und siehe da, seine Formen eignen sich und sind so unreal und doch wahr, wie das Stück von Kommerell und die Inszenierung Sellners. Dass der Bogen, der auf dem Bild nur ein Bogen ist, plötzlich ein Tor wird, durch das die Menschen hindurch tanzen. Der Maler wird Partner des Dichters und der Darsteller. Baumeister ist als Bühnenbildner seiner Formenwelt treu geblieben. Die Theaterwolken sind Wolken, aber ebenso Formen wie die auf seinen Ideogrammbildern. Ideogrammformen von 1938 knüpfen an ältere Bilder aus den 20er Jahren an. Das sind sie. Man sieht an ihnen, wie früh Baumeister zu eigener, freier Gestaltung kam. Thank you.
Baumeister liebt es, konstruktive Elemente älterer Arbeiten wieder aufzunehmen. Er tut es auch hier. Doch welch Unterschied! Das Konstruktive ist jetzt schwerelos und bewegt geworden. Metatechnik, nicht Technik. Ein freies Spiel. Eine Neigung zu Schwarz ist in den letzten Bildern unverkennbar. Die schwarzen Flächen werden immer größer und die Formen immer eindrucksvoller. Ist das eine Eule? Vielleicht eine Eule. Vielleicht ein Erdgeist. Vielleicht Walpurgisnacht. Baumeister nennt die Folge dieser Arbeiten Faust und meint natürlich nicht einen Kommentar zu Goethe, eher eine Paraphrase über die Dichtung. Noch schwärzer. Ein schwarzer Kontinent. Aber nicht Afrika. Da brennt die Steppe. Der schwarze Fleck wird immer größer. Verbrannte Erde. Ist es dies? Aber die Montarot-Bilder, so nennt der Maler diese Serie, bedeuten nicht nur Vernichtung. Rennen blüht es in allen Farben. Also Zerstörung und Hoffnung. Ein Gleichnis auf alle Fälle. Baumeister steht vor der großen, leeren, weißen Fläche. Fast zaghaft setzt er an. Fast zögernd macht er erste Kreidestriche. Wischt wieder weg. Beginnt neu. Aus neuem Rhythmus kommen neue Formen. Das Abenteuer hat begonnen. Jedes Bild ist ein neues Abenteuer. Der Maler lässt sich überraschen von dem, was unter seiner Hand entsteht. Er verlässt sich auf Instinkt und Erfahrung. Früher ging der Maler von einer fertigen Vorstellung aus und realisierte sie. Heute entsteht das Bild aus einem Arbeitsprozess. Aus Einzelformen, von denen zunächst niemand weiß, was sie bedeuten. Er stößt ins Unbekannte vor. Aus einem scheinbar chaotischen Zustand entwickelt sich die künstlerische Ordnung. Immer intensiver steigern sich die Formen. Neue Beziehungen entstehen, die neue Aktionen auslösen. Kunst ist Genesis wie das Leben. Ins Unbekannte. Was überzeugt, ist die Kraft der Ausstrahlung, die Stärke und Tiefe der unsichtbaren Kräfte, der Urgrund des Seins. Und dieser Urgrund ist heute kein anderer als bei den alten Meistern. Was uns bewegt, ist das Unfassbare, das Geheimnis
des Schöpferischen.